Ich bin immer noch auf der IAA 2019 und hier hinter mir steht der VW ID.3. Das erste reine Elektroauto von VW, mit dem die jetzt die Elektroauto-Offensive starten wollen und so richtig in das Elektrofahrzeuggeschäft einsteigen möchten. Wie gesagt, das erste Fahrzeug, was rein elektrisch und auch eine reine Elektroplattform von VW bekommen hat, auf der in Zukunft auch noch weitere reine Elektroautos aufbauen werden. Das hier ist eben der erste und was der so kann, das zeige ich euch jetzt. Meine Tour um den ID.3 starte ich diesmal vom Heck und zwar natürlich erstmal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. So viele sind es aber gar nicht. Der ID.3 wird in drei verschiedenen Varianten zu haben sein, also insbesondere drei Akkuvarianten. Der Rest der Technik ist erstmal komplett gleich. Die Akkuvarianten sind der Pure mit 45 Kilowattstunden, der Pro mit 58 Kilowattstunden und der Pro S mit 77 Kilowattstunden. Also einfach die Akkugröße variiert, der Rest der Technik bleibt komplett gleich. Der Pure ist allerdings einfach elektronisch in der Leistung beschränkt, obwohl er den gleichen Motor hat und hat dann eben nur 150 PS statt eben 204 bei den beiden größeren Varianten, also dem Pro und dem Pro S. Die Launch Edition, also der ID First, der wird ein Pro sein, also die mittlere Akkuvariante, die wahrscheinlich auch auf Dauer insgesamt die sinnvollste Variante bei dem Fahrzeug sein wird. Und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was großartig bekannt ist. Der Preis von dem Fahrzeug wird laut VW bei unter 30.000 Euro starten. Allerdings ist dann noch nicht bekannt, wie es dann eben mit Ausstattungsvarianten und dergleichen aussieht. Generell soll das mit dem Konfigurieren beim ID.3 deutlich einfacher sein als bei VW bisher. Also es soll alles in deutlich weniger Konfigurationsmöglichkeiten und Pakete gepackt sein, eben um auch bei den Kosten bei diesem Elektroauto ein bisschen runtergehen zu können. Das ist zumindest der Sinn dahinter. Wie das dann am Ende aussehen wird und wie teuer er dann in der ordentlichen Ausstattung ist, das muss man dann nochmal schauen. So, dann geht's also mal los mit der tatsächlichen Tour und ein paar Exterieurdetails. Man sieht hier zum Beispiel schon das Licht, was gerade so eine kleine Animation macht. Man sieht hier hinten allerdings, dass das Ganze im Heck natürlich etwas höher ist als zum Beispiel beim Golf, denn das Auto hat eben Heckantrieb und der gesamte Antriebsstrang sitzt hier eben unter dem Kofferraum. Ich kann natürlich auch als allererstes mal den Kofferraum öffnen. Hier übrigens, der ID.3 ist das erste Auto, was das neue VW-Logo hat. Und darunter natürlich das ID.3-Logo. Im Kofferraum ist schon ordentlich Platz. Soweit mir bekannt, auch genauso viel wie beim Golf, allerdings etwas höher, wie gesagt, weil der ganze Antriebsstrang drunter setzt. Allerdings hat er einen etwas größeren Radstand und natürlich vorne dann auch weniger Überhang, was das Ganze dann insgesamt wieder wettmacht. Jetzt sitzt hier allerdings noch ein VW City Skater drin. Naja, gut, aber ich denke mal, einen gewissen Eindruck über den Kofferraum bekommt man auch so. Es ist wirklich kein großartiger Unterschied zum Golf, nur halt einfach etwas höher positioniert. So, kann ich das Ganze wieder schließen. Ah, übrigens noch ein Detail, was man vielleicht nochmal sich anschauen sollte. Hier hat man so eine lustige Ausbuchtung aus dem Rücklicht. Ich weiß nicht, ob man sich hier dran auf Dauer mal den Kopf stoßen könnte. Da gab es ja andere Autos, die es in der Vergangenheit ein bisschen kritischer hatten. Aber das wird man dann im Alltag nochmal sehen müssen. Hier hinter findet sich dann natürlich der Ladeanschluss. Hier sieht man das Fahrzeug nochmal in der kompletten Seitenansicht. Ja, da sieht man auch nochmal so Details wie hier eben diese Blechpaneele mit dieser Musterung eben drauf. Das ist auch so ein Designmerkmal, was immer mehr Autos bekommen. Und natürlich hier die möglichst aerodynamisch geformten Räder, was natürlich bei vielen Elektroautos so mittlerweile Standard ist. Dann kann ich auch nochmal die Rücksitzbank zeigen. Hier gibt es natürlich verschiedene Ausstattungsvarianten. Insgesamt kann man auch direkt sagen, es ist mehr Hartplastik verbaut als im Golf. Also man merkt an dem Auto schon, dass der Preis, wenn er denn tatsächlich so gut gepriced ist, wie das von VW angekündigt wurde und wenn er das bezahlbare Elektroauto sein soll, dann kommt er nicht von irgendwo her. Also an einigen Stellen musste man hier in der Interieurqualität, meine ich auf den ersten Eindruck, schon ein bisschen abspecken. Wäre meiner Meinung nach nicht schlimm, solange die Konfigurationen sich einigermaßen im Rahmen halten und man hier ein gut ausgestattetes Fahrzeug für 40.000 Euro bekommen würde, dann fände ich auch die Qualität für ein Elektroauto völlig okay. Ja, an gewissen Stellen muss man eben Abstriche machen, damit man die Technik für einen angenehmen Preis bekommt. Ja, Beinfreiheit hat man im Fond auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich kann mich jetzt hier mal reinsetzen. Und da sieht man schon, dass das hier natürlich überhaupt kein Problem ist. Generell das Raumangebot in dem Fahrzeug ist wirklich, zumindest im Interieur, wo man sitzt, sehr, sehr ordentlich. Und auch das Raumgefühl ist sehr gut. Und da hilft natürlich auch
das große Panoramadach. Das lässt sich nicht öffnen, aber das ist natürlich klar, wenn das so groß ist. Wie gesagt, Rücksitzbank ist schon sehr, sehr ordentlich. Da kann man auf jeden Fall sehr gut sitzen. So, weiter geht's dann mal auf der vorderen Sitzbank. Hier nochmal ein kleines Detail. Hier ist ein kleines Volkswagen-Logo angebracht. Und dann kann ich die Tür mal öffnen. Auch hier eine sehr einfache Türinnentafel. Auch hier, ja, doch eher etwas mehr Kunststoff. Wie gesagt, aber wenn das Pricing stimmt, habe ich ja bereits gesagt, wäre das überhaupt nicht schlimm. Na, dann kann ich mich schon mal hier reinsetzen. Und dann kann ich euch ein bisschen was zum Infotainment von dem Fahrzeug zeigen, weil das ist komplett für den ID.3 neu entwickelt worden und das sieht man eben hier. Ich kann tatsächlich erstmal anfangen mit dem Fahrerinformationsdisplay. Der hier hat natürlich auch ein Head-Up-Display, das sieht man jetzt gerade leider nicht, weil er nicht an ist. Und dann gibt es eben dieses Fahrerinformationsdisplay. Wenn ich jetzt hier die Bremse betätige, dann wird das auch aktiviert und dann kann man hier eben über diesen View-Button auf dem Lenkrad kann man hier eben umschalten, was man sich anzeigen lassen möchte. Und das Ganze funktioniert eben auch auf dem Lenkrad komplett über Touchgesten. Das ist hier auch ein großes Thema in dem Auto. Also man kann hier über dieses View so drüber wischen oder aber klicken. Und auch diese ganze Paneele, obwohl das ein Plastikteil ist, hat eben haptisches Feedback. Das ist so ein Witz, den die da noch eingebaut haben. Ja, mehr als das, was ihr hier aber seht, gibt es auch hier nicht drin. Also das sind einfach die drei Anzeigemöglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel den Tempomat noch bedient, ja, dann bekommt man hier eben solche Pop-ups noch eingeblendet. Aber das war's. Also mehr lässt sich in dem Display hier nicht einstellen, alles andere funktioniert über das Infotainment. Dann haben wir hier natürlich noch den Gangwahlhebel, der ist jetzt hier eben an diesem Display mit angebracht, eben auch mit dem Sinn, das ganze Fahrzeug zu vereinfachen. Eine kleine Steuerungspaneele hat man noch, neben den normalen Lenkstockhebeln hat man hier eben noch die komplette Lichtsteuerung und dergleichen einfache Sache, wo man eben auch per Knopfdruck dann die Scheibe freiblasen kann, ohne das über das Infotainment machen zu müssen. So, das war es zu dem Thema. Und dann jetzt weiter mit dem Infotainment selbst. Ich kann mich jetzt natürlich hier einfach einmal durchklicken. Es ist noch ein bisschen in einem Demo-Modus, also sind ein paar Funktionen noch deaktiviert. Das Auto hat auch Sprachsteuerung, dafür muss man Hello ID sagen. Und dann wird da vorne angezeigt, okay, er hat erkannt, das habe ich auch von der Fahrerseite aus gemacht. Jetzt hat er mich natürlich nicht verstanden, ist nicht schlimm. So, und das wäre das Hauptmenü, wie man es normalerweise dann in dem Fahrzeug hat. Und hier gibt es dann eben nochmal Menüs, die man sich später dann auch frei konfigurieren kann, wo man dann bestimmte Sachen sich größer oder kleiner anzeigen kann. Also hier gibt es dann natürlich ganz normal die Karte, wenn man jetzt hier irgendein Ziel sucht und dann mal in Berlin anklickt, dann zeigt er einem zum Beispiel auch an, wie viel Zeit man fürs Laden noch einkalkulieren muss. Und er wird einem dann auch eine entsprechend passende Ladesäule schon mit auf die Route legen, was dann hier angezeigt wird. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass das bei Elektroautos komplett integriert ist. Ja, ansonsten eigentlich ein sehr nettes System. Kann eigentlich alles, was man von ihm erwartet. Das ist natürlich relativ viel hier nur über dieses Display gesteuert. Also es gibt nur noch diese Klimasteuerungsleiste hier drunter und diese paar Shortcuts, sag ich mal, für Klimasteuerung, für das Parken, für die Assistenzsysteme und eben hier für den Fahrmodi, wo es dann eben auch typisch Eco, Sport, Komfort, Individual gibt. Aber das war's eigentlich an Knöpfen in dem Auto. Also auch hier versucht VW, ähnlich wie zum Beispiel Tesla, alles möglichst über das Display zu regeln. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich alles in erster Linie Spannende zu dem Fahrzeug, oder zumindest zu dem Infotainment von dem Fahrzeug. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man jetzt beim Fahren hier auf dieser Leiste seine Hände ablegen möchte, um hier etwas kontrollierter mit dem Touchscreen umgehen zu können, dann erkennt er das manchmal als Eingabe über die Touch-Buttons darunter. Das muss man dann aber später nochmal im echten Leben auf der Straße ausprobieren, wie sich das wirklich auswirkt. So, ansonsten eigentlich echt gut gelungen, kann man in erster Linie nichts gegen sagen. Jetzt kann ich euch nochmal den Rest vom Interieur zeigen. Einfach, gut, das ist alles schon klassisch von VW bekannt. Hier mit diesen Massage-Ergo-Sitzen. Aber hier in der Mitte hat man natürlich noch ein bisschen mehr clevere Ablagefächer. Ganz klar, weil er hat keinen Mitteltunnel, ist kein Verbrenner mehr, wo auch beim Allrad irgendeine Kardanwelle oder so langlaufen müsste. Deswegen hat er hier sehr tiefe Ablagefächer. Hier kann man sich eben nochmal solche Trennwände hin und her legen, wie man sie eben braucht. Gibt es eben so Slots für USB-C-Anschlüsse, hat er hier in der Mitte, zumindest gegen Aufpreis. Hier eine Ladeschale fürs Handy und dann eben die beiden Becherhalter und hier nochmal so ein kleines Netz, wo man Sachen reintun kann vorne.
plus dann natürlich nochmal das ganz normale Handschuhfach. Das war's schon. Alles an sich sehr einfach, aber auf jeden Fall sehr geräumig. Auch in die Türtafeln wird man ordentlich was reinkriegen. Also das Platzangebot im Inneren ist schon sehr gut. Das ist halt ganz klar, wenn man sich das Auto in der Seite nochmal anschaut, dann wird man auch sofort sehen, yo, der Radstand, der ist schon echt ordentlich. Wenn jetzt die Tür zugeht, da sieht man es, das ist deutlich mehr als bei einem Golf. Und das ist natürlich alles hier im Interieur gelandet. Ja, der Kofferraum und das gesamte Interieur, wo man drin sitzt, das ist deutlich größer geworden. Dafür ist der Überhang vorne deutlich, deutlich kleiner als bei einem herkömmlichen Verbrenner. Und das gucken wir uns jetzt auch natürlich nochmal an. Hier einfach die Fronteinsicht vom ID.3. Ja, gibt es nicht mehr sonst so viel zu sagen. Klassisch cleane Front für ein Elektroauto, für ein reines natürlich ohne großartige Lüftungsschlitze. Hier eben nochmal die Leuchten und nochmal das funkelnigelnagelneu präsentierte VW-Logo. Wie gesagt, es ist das erste Auto, was dieses Logo so trägt. Ja, das war's von meiner Seite dann auch erstmal schon wieder zum ID.3. Ich hoffe, man hat einen guten ersten Eindruck bekommen und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das Fahrzeug dann am Ende wirklich sich auf der Straße verhält, wie er sich im Alltag bewegen lässt und vor allen Dingen, wie teuer er denn wirklich auch mit Ausstattung am Ende sein wird. Das war's von meiner Seite. Ciao und bis zum nächsten Mal.